Hallo, gerade habe ich dieses Paket bekommen. Es ist von HelloFresh und meine nächste Kochbox. Ich hatte die Box jetzt ja schon ein paar Mal und habe auch Videos dazu gemacht. Und das ist jetzt also meine aktuelle Box und die möchte ich jetzt zusammen mit euch auspacken. So sind die Sachen also verpackt. Die Lebensmittel sind hier in Tüten verpackt, in Papiertüten. Und da gibt es für jedes Gericht eine Tüte. Es sind insgesamt drei Gerichte. Und außerdem möchte ich noch sagen, dass ich hier die vegetarische Box bestellt habe. Es gibt natürlich auch andere Boxen. Und hier in dieser anderen Verpackung, da sind dann die gekühlten Lebensmittel drin. Ich zeige euch gleich, welche Gerichte ich mir für diese Woche ausgesucht habe. Und am Ende des Videos verrate ich euch dann auch noch, wie ihr einen 20-Euro-Gutschein für eure Bestellung bekommen könnt. So, die Box steht jetzt hier auf dem Stuhl, einfach aus dem Grund, damit ich hier auf dem Tisch mehr Platz habe und euch die Sachen zeigen kann. Als erstes zeige ich euch natürlich, welche Gerichte ich mir ausgesucht habe. Zum Beispiel das vegane Massaman Curry. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist es mit Kichererbsen, Erdnuss-Kokossoße und Kartoffeln. Als nächstes gibt es dann Gemüsemaultaschen, Pilzpfanne mit Schmorzwiebeln. Und das dritte Gericht ist dann ein cremiges Risotto mit Champignons, gebackenen Cashewtomaten, Spinat und Mozzarella. Dann fangen wir mit der ersten Tüte an. Pro Tüte ist das übrigens eine Portion, die genauer abgestimmt ist auf den Bedarf von zwei Personen. Da ist als erstes drin die Currypaste, dann die Kokosnussmilch, eine Süßkartoffel, dann zwei Kartoffeln, eine Zucchini, eine Limette, eine Zwiebel, dann die Kichererbsen, dann etwas Gemüsebrühe und die Erdnussbutter. Das waren jetzt also die Zutaten für das vegane Curry. Jetzt schauen wir mal, was wir noch haben. Das gibt jetzt also das cremige Risotto mit Champignons. Das ist einmal der Spinat. Die Champignons. Cashew-Tomaten. Tomatenmark. Dann der Risotto-Reis, eine Zwiebel, dann haben wir hier Basilikumpaste, Gemüsebrühe, Knoblauch und als letztes ein rauchiges Gewürz. Dann fehlt uns jetzt noch die Zutaten für die Gemüsemaultaschen-Pilzpfanne. Die sind dann in der dritten Tüte drin. Kartoffeln. Dann ein Mix aus Kräutern. Buschbohnen.
Dann Sonnenflocken. Eine Kochsahne. Eine Zitrone. Knoblauch. Eine Zwiebel. Dann haben wir hier mehrere Karotten. Und zuletzt noch etwas Gemüsebrühe. So, dann fehlen uns also jetzt nur noch die gekühlten Sachen. Die sind hier speziell verpackt, damit sie auch während dem Transport gut gekühlt bleiben. Und man fühlt auch, der Beutel ist ziemlich kalt. Da sind jetzt also noch drin Gemüse, Supermaultaschen. Und da sehe ich gleich zwei Päckchen davon. Hier sind also diese Kühlteile da. Da ist auch noch Gefrorenes drin. Und die bewirken eben, dass die Lebensmittel unterwegs nicht verderben und die Kühlkette angehalten wird. Dann ist noch etwas Hartkäse drin. Etwas Mozzarella. Und nochmal zum Kühlen. So, das ist also jetzt der gesamte Inhalt. Was gibt es noch zu sagen? Natürlich wieder mein Fazit zur Frische der Produkte. Ich habe diesmal keine Beanstandungen. Ich habe nichts gefunden, was jetzt den Transport nicht überlebt hätte oder nicht mehr so frisch ist. Sogar die Kräuter sehen noch recht gut aus. Das sind verschiedene Kräuter drin. Das ist jetzt Petersilie und Bärlauch, meine ich. Ja, Bärlauch und Petersilie. Und sieht wie gesagt alles gut aus. Und jetzt freue ich mich natürlich aufs Kochen. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder hier dieses Gericht zuerst machen. Ich nehme meistens das Gericht, das Pilze beinhaltet, zuerst. Das wäre dann eben dieses Risotto mit Champignons, weil Pilze eben sehr empfindlich sind und ich die nicht so lange aufheben kann. Ich werde dann wie beim letzten Mal auch die Gerichte einzeln kochen und auch wieder jeweils ein Video dazu machen. Einfach, dass ihr mal seht, wie das Kochen mit HelloFresh ist. Die Rezeptkarten finde ich auch immer sehr praktisch, da hier Schritt für Schritt erklärt wird, wie man dieses Rezept zubereitet, beziehungsweise wie man das Gericht zubereitet. Und das ist wirklich sehr einfach nachzumachen. Zuletzt möchte ich euch da noch verraten, wie ihr an den Gutschein kommt, den ich ja anfangs erwähnt hatte. Ich habe in der Videobeschreibung meinen Werbelink eingefügt. Wenn ihr darauf klickt und selber mal so eine Kochbox ausprobieren und bestellen möchtet, dann erhaltet ihr einen 20-Euro-Gutschein auf eure Bestellung und ich bekomme eine 20-Euro-Gutschrift für meine nächste Kochbox. Also dann hat jeder von uns beiden etwas davon und ihr könnt die Kochbox mal ausprobieren und testen, ob das was für euch ist. Die Box, die erscheint wöchentlich. Man muss sie aber nicht wöchentlich nehmen, wenn man sie jetzt nicht jede Woche benötigt oder auch mal pausieren möchte, dann ist das alles gar kein Problem und außerdem ist sie jederzeit kündbar. Ich habe sie jetzt schon einige Male genommen, auch nicht jede Woche, da ich, wie gesagt, nicht jede Woche eine benötige. Aber hin und wieder finde ich das sehr praktisch und vielleicht gerade jetzt in der Corona-Krise ist das vielleicht eine gute Idee für den einen oder anderen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Box auch mal ausprobiert und demnächst dann auch meine Videos anschaut, wie ich die einzelnen Gerichte gekocht habe. Jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bleibt gesund und bis zum nächsten Video.